Ja, wenn ich schon dabei bin, dann vielleicht noch etwas über Transhumanismus. Der Mensch hat schon immer wahrscheinlich gewollt, wie Gott zu sein. Und daran ist auch gar nicht so viel verkehrt, weil ich bin schon der Meinung, dass wir diesen göttlichen Kern in uns haben, als ein Saatatom. Das Problem fängt nur da an, wenn wir im Äußeren denken, wir können etwas so Großartiges wie diese Schöpfung und auch wie die Schöpfung Mensch nachmachen mit der Technik. Dieses Thema ist ganz schön brisant und wird uns wohl in den nächsten Monaten, Jahren stark begleiten und oftmals auch schockieren, weil das, was wir dann sehen werden, wo wir denken, das ist echt und das ist natürlich und das ist so, schon lange nicht mehr so ist und auch gar nicht in dem Sinne lebendig ist, wie wir uns das vorstellen. In den Filmen sehen wir es schon. Man kann so gut wie alles nachahmen im Film, aber auch im Realen. Die Roboter, die Ersatzteile, wenn jemand den Arm verloren hat und dann einen neuen bekommt, der dann eben auch elektronisch gesteuert wird. All das wird uns beunruhigen. Manchmal haben wir vielleicht die Hoffnung, dass die Technik uns da einen großen Schritt weiterbringen kann. Und das tut sie auch. Es gibt viele Erfindungen, die durchaus nützlich sind und wo wir dankbar sind, wenn wir körperlich Einschränkungen haben und dann wieder beweglicher werden, weil es entsprechende Erfindungen gegeben hat. Das, was mir wichtig ist, in diesem Video jetzt rüberzubringen, ist, dass wir diesen perfekten Menschen oder dieses Schöpferwesen, selbst dieses Wesen, was alles kreieren kann und vielleicht auch diesen Körper kreiert hat, dass das schon da ist, dass uns das näher ist als Hände und Füße. In der Quantenheilung 2-Punkt-Methode geht es darum, dieses Potenzial, was wir in uns tragen, wieder zu aktivieren. Aber das würde nie ausreichen, wenn wir uns nicht direkt an die Quelle wenden, an dieses Resonanzfeld, göttlicher Funke in uns. Es kann durch uns durchschwingen, durch die Person, Personare, durchklingen. Aber nur, wenn wir diesem Herzraum die Freiheit geben und auch den Auftrag geben, das für uns zu tun. Oftmals wollen wir mit unserem begrenzten Verstand, mit unserer Sichtweise die Dinge regeln, die Dinge ordnen, verstehen. Und doch ist es immer begrenzt. Das, was wir gelernt haben, was auch immer es ist, und selbst wenn wir irgendwann einen Chip implantiert kriegen, der uns mit Google verbindet oder mit wem auch immer, dann haben wir noch lange nicht so viel das Ganze, das, was wir schon lange in uns haben. In unserem Herzen haben wir genauso ein Chip. Das ist nämlich unser Gottesfunke. Wir brauchen keinen äußeren Chip. Aber es ist so, wir leben nun mal hier in dieser Welt und es gibt Telefone. Ich meine, vor 30 Jahren hatten wir vielleicht noch keine Handys. Wir konnten nicht jemanden mal eben in Afrika anrufen. Ich stehe da im Garten und schnack mit einem, der ist da gerade im Tierpark, im Krugerpark. Ja, aber unsere Erfindungen erinnern uns auch daran, das, was eigentlich schon immer in uns war, nämlich telepathische Kommunikation. Wir haben sie vergessen. Genauso wie Teleportation. All diese Dinge, die ein multidimensionales, menschliches, ursprüngliches Wesen kann, konnte, möglich ist.
Das dürfen wir, oder vielleicht sollen wir das auch, oder vielleicht sind wir auch hier auf der Erde, um dem wieder ein Stück näher zu kommen, sogar in der Materie. Vielleicht ist es die Aufgabe, dass wir die Materie so weit transformieren oder so weit meistern oder die Dinge verstehen, dass wir in uns diese Kapazitäten haben, zu kreieren, zu schaffen. Aber nicht durch unser begrenztes Verstandesbewusstsein und mit äußeren mechanischen, technischen Dingen, sondern einfach durch Bewusstsein, durch Herzkraft, Schöpferkraft und durch unsere Intention. Und da kratzen wir wirklich erst an der Oberfläche von etwas ganz, ganz Großem. Im Moment heißt es ja immer so schön, wir leben mit einem unsichtbaren Feind, sprich Virus. Ja, den kann man auch kreieren. Und wenn ganz viele dran glauben, dann wird er auch immer größer. Ja, der kriegt immer mehr Macht. Immer wenn wir unsere eigene Macht abgeben nach außen, dann werden wir Sklaven. Dann kriegen wir Angst. Weil wir haben in uns auch diesen inneren Kompass, der uns sagt, was in jedem Moment zu tun ist oder nicht zu tun ist. Und dieses unsichtbare Abspüren mit den Antennen, die latent oder auch schon aktiv in uns sind. Für mich ist das der Weg, um autonomer zu werden, um auch über diese ganzen Krisengeschichten drüber zu stehen. Im Englischen heißt das, Spirit is stronger than matter. Unsere Geistkraft ist stärker als die Materie. Aber oftmals sind wir da noch nicht, wir glauben auch noch nicht daran. Und doch kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich schon so viele kleine und große Wunder erlebt habe, mit dieses innere Werkzeug benutzen, diese innere Schöpfungskraft aus dem Herzen, in Resonanz mit dem Quell, der uns leben lässt, der Licht ist, der Liebe ist, durch uns durch, nicht in Kontrolle und ich will, nee, ich habe ein Thema, ich bringe das sozusagen in die Mitte, ich lege das auf den Altar und ich kann aber auch mit dem Bewusstsein, denn es gibt nur ein Bewusstsein, ich kann auch das, was ich vielleicht mit meinem Verstand nicht sehen kann, dazu holen. Die Informationen wieder auch in mir verschränken. Außen ist alles Einheit. Bloß wir sind so merkwürdig gestrickt, dass wir alles trennen müssen. Aber das ist nur eine Ebene. Das ist die Persönlichkeitsebene, der Intellekt, die Psyche, der Körper. Und gleichzeitig haben wir auch noch einen Geist, eine Seele. Ja, und einen Lichtkörper, könnte man sagen. Das sind wir auch. Oder das ist wohnlatent in uns. Ich habe da andere Videos zugemacht. Zoom-Konferenzen könnt ihr gucken auf der Webseite www.quantenheilung-2.de. Raum und Zeit, Planck-Limit, reines Bewusstsein. Und wie kreieren wir Raum und Zeit? Wie machen wir das hier eigentlich alles? Wir kreieren uns, unsere Realität in jedem Moment selbst, weil wir alle die gleichen Glaubenssätze und Programme fahren. Wir sind aufgefordert in dieser Zeit, wo das Alte nicht mehr funktioniert. Also ich meine, es wird im Moment alles gegen die Wand gefahren und aufgelöst. Und das, ich glaube, es ist eine kosmische, ja, es ist einfach Zeit, weil die Erde kann auch nicht mehr. Die ist, also ich meine, da haben wir uns auch so voll daneben benommen, dass man nur sagen kann, ein Glück, die Erde kann wieder aufatmen. Vielleicht kommen wir auch zur Besinnung. Das können wir nicht mehr aus den Erfahrungen der Vergangenheit, weil die waren ja nicht so gut. Also die haben nicht unbedingt zum Ziel geführt oder auch nicht zum Miteinander hier auf der Erde. Für mich ist diese Phase, in der wir jetzt gehen, okay, alles kommt ins Stagnieren und es muss auch irgendwo zusammenbrechen. Das ist auch ein Gesetz, wenn was Neues entstehen soll, dann wird das Alte erstmal kaputt gehen und das ist auch nicht unbedingt angenehm. Und ich selbst persönlich, ich weiß nicht, was kommt, aber wie gesagt, ich freue mich, dass ich einen Garten habe und könnte auch mal ohne Strom oder wenn es auch mal schwieriger wird, wahrscheinlich eine Weile durchkommen. Es geht heute darum, Informationen aus der
eigentlich aus dem Inneren zu generieren, also aus dieser Kohärenz, die wir im Herzen tragen. Für mich gibt es da zwei Wege. Einmal diesen technischen Weg, und der wird wahrscheinlich auch weiterlaufen, weil es ist ja nicht alles schlecht. Internet ist ja nicht schlecht. Ich mache jetzt auch gerade ein Video. Und es ist eine große Sandkiste hier und wir dürfen hier spielen und jeder hat irgendwo, ja, nimmt sich das Recht, so zu spielen, wie er dann auch möchte. Und wenn es mit 20.000 Satelliten im Himmel ist und ich weiß nicht was. Es gibt diesen Weg Technik und Kontrolle. Und wir stehen vor der inneren Entscheidung oder wieder autonom werden, die inneren Potenziale aktivieren, auch die inneren Schöpfungspotenziale, auch die Fähigkeit, wie lese ich denn diese Informationen in dieser sogenannten Matrix und wie gehe ich da drin, wie spiele ich da drin? Denn letztendlich, ja, kann man es auch wieder als Spiel bezeichnen. Wenn man gelernt hat, wie das funktioniert, dieses Kreieren, dieses Anziehen oder Abstoßen, was in mir macht es, dass ich so eine Realität oder eine andere erlebe? Und da gibt es so viele tolle Videos und so viele tolle Speaker. Aber wenn wir da wieder auf die Spur gehen, wir kratzen an einer Oberfläche, die ist so gigantisch. Diese Ahnung, was eigentlich für Fähigkeiten in uns steckt, wenn wir nicht ständig unsere Macht abgeben oder aus Angst, was weiß ich, machen, sondern wenn wir wieder in dieses Kraftpotenzial und in diesen Kraftort gehen, dann habe ich eine echte Hoffnung, dass, ja, dass da auch ganz tolle Sachen entstehen. Und zwar ganz materiell geerdet hier und nicht irgendwo im Himmel, auf den Wolken oder in irgendwelchen schönen spirituellen Gegenden. Ich denke, Spiritualität bedeutet auch, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen, gut verankert, die Wurzeln in der Erde zu haben und gleichzeitig gut connected zu sein zum Logos, zum Esprit dieser Welt oder zum Universum. Aber all das ist Dualität. Das ist nicht alles. Das ist nur, wenn man dann wahrscheinlich das Ganze betrachtet, also dass es Multi-Universen gibt, dass es ganz andere Raumzeit-Gebiete gibt und dass es sogar etwas außerhalb von Raum und Zeit gibt, was noch ganz anders funktioniert. Da gibt es überall so wie einen Informationsabdruck oder wie eine Erinnerung in uns. Und diese Tore, diese Gebiete wieder zu öffnen, das ist unter anderem ja das, was wir auch mit der Zweipunktmethode machen, aber auch vor allen Dingen im Gespräch mit den Menschen, die auf diesem Weg sind. Die alten Glaubenssätze von wirklich harter Materie und nur das, was ich messen kann, das existiert. Wir machen andere Erfahrungen. Und vor allem das Allerschönste ist, dass wir merken, dass wir jede eine Zelle von etwas Großem Ganzen sind. Und dass wenn diese Zellen zusammenkommen, zwei oder drei in meinem Namen sich treffen, da sind wir wirklich in so einem Lichtfeld. Und das fühlt sich so stimmig an. Es ist einfach eine Erfüllung. Eine Erfüllung, wenn man von Herz zu Herz miteinander, ja, so Hand an Hand auf die Suche geht, beziehungsweise seine eigene Schwäche ins Licht legt und sagt, okay, das ist meine begrenzte Sichtweise. Ich weiß aber, der ganze Kuchen ist auch da. Und der ganze Kuchen und die ganze Sichtweise ist auch in mir. Und dann diese Informationen wieder lebendig werden zu lassen, um dann mit einer größeren Weitsicht, mit einer größeren Empathie wieder neu zu agieren, im Leben zu sein, im Leben zu stehen und eigentlich mit Himmel und Erde verbunden zu sein und vor allen Dingen auch mit sich selbst. Jeder ist so ein eigener Klang. Jeder hat auch was ganz Individuelles auszudrücken, so wie Zellen im Körper. Die Zellen haben auch unterschiedliche Aufgaben und die müssen und sollen verschieden sein. Das Auge kann nicht so sein wie der Fuß oder der Bauchnabel oder die Haare. Jeder von uns hat so seine Aufgabe und das ist toll. Und wenn man diese Klänge zusammenführt in diesem Herzfeld, und das machen wir in
zum Beispiel auch diesen Zoom-Online-Kursen oder auch auf Seminaren, dann gibt es sowas wie ein Fest. Ich habe ja auch und ich werde Ende August auch wieder ein 4-Tage-Seminar hier in Holtofsloh nahe Hamburg bei uns halten. Das ist ein, auf diesen Seminaren, wir haben viele gemacht in den letzten 10 Jahren, in vielen verschiedenen Ländern, mit so unterschiedlichen Leuten, sich auf dieser Herzebene, wo wir wirklich mit der Quelle verbunden sind, da zu begegnen und jeder gibt seine Sichtweise dazu und seine Qualitäten, Schöpferqualitäten, wie auch immer, seinen inneren Zugang zur Quelle. Das ist ein Fest, wie man sich ein Fest vorstellt. Und das ist so die wahre Bedeutung von Fest oder von Kommunion, Gemeinsamkeit. Ich weiß gar nicht ein Wort dafür, es ist ein Lichtfest. So habe ich das immer empfunden. Erfunden habe ich es vielleicht auch. Ja. Es geht auch online, also die Gruppen, die wir jetzt in Frankreich, die ich da gerade laufen habe, es ist unglaublich, wie schnell man sich nahe kommt und wie man auf dieser Ebene eigentlich verbunden ist und die Trennung gar nicht mehr existiert. In diesen Momenten, wo wir aus dem Verstand rausgehen, wo wir 3 Punkte gleichzeitig aktivieren und wo wir in einer anderen Dimension uns begegnen, anders kann ich das nicht ausdrücken. Transhumanismus, wenn ich mein Plädoyer abgeben darf, glaub an die Kraft, die in dir ist. Und achte darauf, was gerade mit dir geschieht, wie du vielleicht unbewusst in irgendwelche Sachen reinrutscht, die du eigentlich gar nicht willst. Die Forschungsarbeiten und die Ideen von manchen Leuten sind halt so, dass sie Mensch mit Technik verbinden wollen, um sowas wie einen idealen Menschen zu entwickeln, so einen super intelligenten, tollen Typen, wo wir dann die DNA so präparieren, dass ein schöner Mensch wird, ein intelligenter Mensch vielleicht. Aber das sind Roboter. Das sind dann nur noch halb Menschen. Und sie sind auch nur noch halb. Und sie können auch dann irgendwann, wenn man zu sehr kontrolliert ist, beziehungsweise programmiert ist, dann wird es immer schwerer, diesen direkten Zugang zur Quelle, wo alles schon da ist, wo alles schon realisiert ist, wo wir mit dem Schöpferwissen selbst verbunden sind, da zurückzukommen und dahin zu kommen. Ich glaube, dass dieser Zugang in uns zu dieser tiefsten Essenz wichtiger, also das ist immer wichtig, aber jetzt ist er sozusagen wirklich gefordert. Und wir haben Zeit. Wir haben uns Zeit, da auf die Suche zu gehen und zu forschen, wer oder was ist das in mir? Was klingt da durch mich durch? Wir kennen alle diese innere Stimme oder dieses Gemüt oder diesen, das ist stimmig oder eben nicht so. Ja, ich freue mich, wenn ich dir mit meinen Videos irgendwie Ideen gebe oder ein Gespür für, vielleicht sollte ich mal da weiter gucken. Auf jeden Fall weiß ich, dass das, was wir suchen, immer näher ist als Hände und Füße. Und dass dieses nach innen wenden und auch sich selbst fragen, wirklich, weil ich glaube auch nicht an was ich Meister und Engel und sowas alles, die gibt es alle. Und klar kann man die auch mal fragen. Aber das Wichtigste ist dieser göttliche Funken in dir. Und wenn du im Moment verzweifelt bist, und wenn es dir nicht gut geht, okay, dann biete ich dir jetzt an, eine kleine 2-Punkt-Anwendung zu machen, um zu diesem inneren Potenzial zu kommen. Okay? Der erste Schritt ist immer, dass wir alle Aufmerksamkeit vom Äußeren zurücknehmen in unseren Körper, ganz bewusst in unseren Körper gehen und in unser Herzfeld.
Es ist eine Entscheidung. Ich gehe in diesen Ort von Frieden, von Dankbarkeit und Freude. Da in mir, wo alles schon da ist. Da in mir, wo ich ganz konkret mit allem verbunden bin. Wo alles erst erschaffen wird. Nimm mal 2, 3 bewusste Atemzüge. Spüre deinen Körper. Geh mit deinem Bewusstsein wirklich in deine Arme, in deine Schultern, Körper, in deine Beine, in deine Füße und spüre die Füße am Boden. Und stell dir vor, wie aus deinen Füßen, in dir kannst du dir diese Bilder machen, wie aus deinen Füßen Wurzeln wachsen, wie diese Wurzeln in die Erde gehen. Und wahrscheinlich kannst du auch genau sehen, was das für Wurzeln sind, ob das so kleine, feine sind, die mehr so horizontal gehen. Aber du kannst das steuern. Du kannst im Feld bitten oder sehen wollen, dass du Wurzeln hast, große, starke Wurzeln, die jetzt auch richtig senkrecht tief in die Erde gehen. Du bist ganz gut mit deinen Füßen auf der Erde und da gehen Wurzeln tief in die Erde. Das sind viele kleine Wurzeln und da gibt es so eine Hauptwurzel. Die geht so tief in die Erde, bis sie den Kern, die Sonne, die innere Sonne von Mutter Erde berührt. Auch unsere Erde ist ein Wesen und hat diesen Kern, der auch von der Schöpfung genährt wird. Auch in der Erde selbst, in dieser Sonne, ganz drin, ist ein schwarzes Loch, so wie in jeder Zelle. Und da sind wir mit dem All-Einen, mit dem Tao, mit dem, das, was wir nicht nennen können, verbunden. Und du stellst dir jetzt diese Wurzeln vor, die ganz tief bis zu Mutter Erde in diesen Kern gehen. Wie eine Sonne, kannst du dir das vorstellen, aus der wir in jedem Moment Nahrung, Licht, Stabilität und alles, was wir brauchen, bekommen, um so einen irdischen Körper hier funktionieren zu lassen. Und stell dir jetzt vor, wie diese Nahrung in deine Wurzeln hochsteigt. Du kannst es als Licht wahrnehmen, wie all deine Wurzeln mit diesem Licht, mit dieser Nahrung von Mutter Erde gestärkt werden. Es steigt in die Füße, in deine Beine. Nimm es wahr. Guck mal nach innen, wie dieses Licht deine Beine hochsteigt, dein Körper, dein Bauch, dein Brustraum ausfüllt, in die Arme geht, in die Schultern, wie du richtig genährt wirst und ganz kräftig verbunden bist mit Mutter Erde, wie dieses Licht weiter steigt über den Hals, in den Kopf, wie das oben weitergeht. Es öffnet sich und dieser Lichtstrahl, dieser Strom von Energie, von Kraft, von Verbundenheit aus Mutter Erde steigt nach oben und verbindet sich, ihr könnt sagen, mit der Zentralsonne. Es gibt auch im Universum einen Ort, der wiederum wie eine Sonne ist, der nämlich dieses ganze Universum kreiert und zusammenhält. Und da bist du auch mit verbunden. Stell dir vor, wie dieses Licht bis in eine zentrale Sonne geht, die du verbunden bist. Und aus dieser Sonne gibt es wieder eine Verbindung, einen Lichtstrahl, der zu dir führt, der dich umgibt, der in dich reinfließt, in jede Zelle. Das ist dieser Plan, dieser universelle Plan, dieser Logos. Lass dieser geistigen Sonne, diese Essenz in dich rein, in jede Zelle. Und du siehst, wie dieses Licht nach unten wandert, über deinen Körper, durch die Beine, die Füße, in die Wurzeln und wie sie mit Mutter Erde verbunden werden. Wir leben in diesen 2 Kraftströmen, die uns leben lassen.
ohne diese Nahrung, ohne dieses Licht wären wir nicht hier. Und diese beiden Kraftströme, die treffen sich genau in der Mitte von dir. Und da wird so ein göttlicher Funke initiiert, kreiert, geschaffen. Und aus diesem göttlichen Funken bist du auch mal entstanden, mit dem, was du denkst, dass du bist. Und das ist so ein winziger Teil und doch auch ein ganz wichtiger Teil hier auf der Erde. Geh jetzt mal in dein Herz zu diesem Ort, wo auch in dir ein Funke, eine Sonne ist. All das sind Schöpferwesen. Die Erde, die kosmische Sonne. Und auch du bist eine Zelle von diesem großen Schöpfungsprozess. Spür mal in dich hinein und nimm dieses Licht in dir wahr. Wenn davon gesprochen wird, dass Christus in Bethlehem geboren ist, in einem Stall, na, dann ist dein Herz dieser Stall. Und dieses Christkind wird in dir geboren. Lass es geschehen. Ganz bewusst, es ist wie ein Samenkorn. Diese Samen, die wir aktuell in die Erde setzen, damit es große Pflanzen werden. So ein Samenkorn hast du in dir. Und dieser Samenkorn ist das Potenzial von einem Gottmenschen in dir. Der du bist, der du warst, der du immer sein wirst. Lass diesen Funken in dir zur Sonne werden. Dieses Licht sich ausbreiten. Von innen her, von deinem Zentrum her, in jede Zelle, um dich herum, in diesen Raum hinein. Über den Raum hinaus, in den Garten, in das Dorf, in die Stadt, in das Land. Lass mal dein Licht weitergehen. Über die Kontinente hinaus, die Meere, die Ozeane, die Erde. Auch das bist du alles. Wir sind mit allem verbunden. Du kannst dein Licht über das ganze Sonnensystem ausdehnen, die Galaxie, über alle Galaxien, das ganze Universum. Jetzt berührst du. Man könnte sagen, eine Membran. Eine Membran des Universums. Das hört da nicht auf. Das ist auch nur eine Zelle, das ganze Universum. Und es gibt andere Universa. Wenn du jetzt noch weiter gehst, du kannst es nur geschehen lassen. Du kannst so mit deinem Sein in diese Unendlichkeit, in diese Ewigkeit eintauchen. So groß, so weit ist dieser göttliche Funke in dir. Es umfasst alles, auch das Unkennbare. Und wäre es da nicht das Naheliegendste von der Welt, dich an dieses gigantische Wesen in dir zu wenden, wenn du eine Frage hast? Deine Aufmerksamkeit kommst du langsam wieder zurück über die Galaxien, diese Galaxie, das Sonnensystem, Mutter Erde hinein, über die Kontinente, in deine Stadt, in dein Dorf, in dein Haus, in dein Zimmer, in deinen Körper. Jetzt bitte ich dich, in deinem Körper ganz bewusst beide Hände ins Feld zu halten und beide Hände gleichzeitig zu spüren. Spüre einfach nur deine Hände. Es geht darum, das Bewusstsein an 2, 3 Orten gleichzeitig zu halten. Spüre deine Hände. Und tauche ein
in diesen Raum, in diesen Herzensraum der Freude und Dankbarkeit. Du bist Freude und Dankbarkeit und spürst deine beiden Hände gleichzeitig. Einfach nur spüren. Und spüre auch den Raum zwischen deinen Händen, diesen leeren Raum, diesen unsichtbaren Raum, der ganz voll ist. Du kannst auch so ein Dreieck bilden, von Hand zu Hand, von Hand zu Herz, von Herz zu Hand. Stell dir mal so ein Dreieck vor, das du gerade bildest mit deinen Händen und mit deinem Herzfeld. Du bist mit deinem Bewusstsein an allen Orten gleichzeitig. Du siehst die Verbindung zwischen diesen drei Punkten. Ist vielleicht wie ein Licht. Du bist an mehreren Orten gleichzeitig. Du öffnest diesen Quantenraum, diesen Variantenraum, wo alles möglich ist. Du tauchst ein in diese Sandkiste, die ganz neutral ist, wo du der Schöpfer bist. Und jetzt lässt du dein Herz sprechen. Dein Herz ist wie ein Magnet, wie eine Kraftlinienstruktur, die alles ordnet. Die durchflutet diesen Raum, diesen Variantenraum. In diesem göttlichen Resonanzfeld. Es ist wie eine Stimmgabel. In dieses Resonanzfeld gibst du jetzt ein Thema. Ein Thema in deinem Leben, eine Frage, die du hast. Und dieses Thema, was dich bewegt, was dir vielleicht Angst macht oder Schmerzen oder Unverständnis. Eine Frage, die du hast, legst du jetzt in deine linke Hand. Du verschränkst ein Informationsfeld mit deiner linken Hand. Du denkst an dein Thema. Du fühlst dein Thema. Dieses Thema ist jetzt im Feld aktiviert und du verschränkst es mit der linken Hand. Es ist einfach nur ein Gedanke. Ich habe es in meine linke Hand gelegt. Du hast es gedacht, gefühlt. Vergiss es jetzt. Es ist verschränkt, es ist aktiviert. Und du spürst wieder nur deine beiden Hände. Die Verbindung zur Quelle. Und in die andere Hand verschränken wir jetzt die Ressourcen, die Antworten, die wir brauchen, damit wir mit unserem Thema in Frieden kommen, wieder ein Gleichgewicht da reinbringen können. Mit deinem Bewusstsein gehst du einfach jetzt ins Feld und sagst, alle hilfreichen Ressourcen, die mir gut tun, die sinnvoll sind zu meinem Thema, um besser zu verstehen, um besser zu agieren, dieses Thema wieder vollständig machen, verschränken sich jetzt mit meiner rechten Hand. Das ist eine Intention im Feld. Und du lässt diese Information zu dir kommen, sich verschränken mit der rechten Hand. Du kannst sie auch einladen, selbst, indem du um dich herblickst und da, wo deine Aufmerksamkeit für einen Moment stehen bleibt. Das sind Frequenzen, die sich gerade einladen zu deinem Thema. Du lernst das Feld zu lesen. Es verschränkt sich mit meiner rechten Hand. Linke Hand, dein Thema. Rechte Hand, die Ressourcen. Jetzt haben sich die Ressourcen deiner rechten Hand verschränkt. Du bist anwesend im Herzraum der Freude und Dankbarkeit, verbunden mit dieser Kraftlinienstruktur, mit diesem Raum, wo es nur Einheit gibt. Und jetzt bringst du diese beiden Informationsfelder in dir zusammen. Hilfreiche Ressourcen jetzt integrieren. Führe deine Hände zusammen. Spüre den Raum zwischen deinen Händen und atme aus.
Spüre diesen Raum zwischen deinen Händen. Informationsfelder werden wieder bewusst eins. Wir gehen jetzt wieder aus der Materie raus, hin zu feineren Strukturen, die wir aber mit unseren inneren Sinnesorganen durchaus wahrnehmen können und auch lenken oder harmonisieren lassen können. Weil das, was harmonisiert und was die Dinge wieder in Ordnung an den rechten Platz bringt, ist das Feld selbst, ist die Einheit selbst. Das göttliche Selbst. Ich grüße euch von Herz zu Herz und freue mich, euch nächstes Mal wiederzusehen.